Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Sacred Gold. Okay, ich mache jetzt einfach und ich gucke, ob jemand tot ist. Nein, es ist keiner tot, weil wir overlevelt sind. Bla, bla, bla. So, und ich weiß nicht, mit wem er anfangen wird. Ich schätze einfach mal mit Garados und deswegen schicke ich jetzt... Hä? Geh doch immer auf Switch. Was ist das für eine Scheiße? Irgendwie heute ist... Heute läuft überhaupt gar nichts. So, und der kann noch eine Elektroattacke, oder? Ja, der kann eine Elektroattacke. Das ist schön. Hat er denn... Ich gehe einfach so rein. Ich gehe einfach so rein. Ihr wollt Spannung, dann kriegt ihr Spannung. Ich gehe einfach so rein und gucke gar nicht mehr großartig. So. Hallo Siegfried. Ich habe auf dich gewartet. Segi. Ich weiß, dass du mit deinen Fähigkeiten... mich vielleicht hier erreichen würdest. Es ist... ich brauche keine Worte. Wir werden uns betteln, um zu sehen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Als stärkster Trainer der Pokémon-Liga werde ich, Lance, der Drachenmeister, deine Herausforderung akzeptieren. Und es geht los. Ja... So, boah, ziemlich episch, krass. Ich habe schon lange nicht mehr gegen den Champion gespielt. Und ein Gyarados. Ja, damit habe ich gerechnet. Ja, wir sind 6 Level drüber. Ganze 6 Level. Boah, krass, oder? Geil, das wird richtig einfach, da freue ich mich schon drauf. Und einmal Erdbeben. Er ist sogar schneller als wir. Vielleicht sollte das sogar Schaden machen. Deutlich Schaden. Vielleicht sogar ein One-Hit. Ach nein, ach schade, ne? Oh. Okay, wir sind hier in der Nuzlocke, das darf ich nicht vergessen. Okay, gut. Das war schon mal ein Kill. Und Gyro geht's jetzt nicht mehr ganz so gut. Und ein Garchomp. Ich schicke Joker. Weil Lucario, der könnte Erdbeben machen. Der wäre auf jeden Fall weg. Und der hatte bestimmt eine Drachenattacke. Und dann bei Dragoran hätte ich auch ein bisschen Angst gehabt. Deswegen schicke ich jetzt einfach mal Joker mit Ice Charge. Und mal gucken, wie viel das abzieht. Und so. Krass, fast Monit. Na, Erdbeben, wie gedacht. Ich hoffe, das zieht jetzt nicht allzu viel ab. Aber Joker ist, komm, ist defensiv. Ja, hat da gar nichts. Nochmal Ice Shard ist Aufheilung. Ja, da, gut, dass ich nicht Lucario gebracht hätte, weil das wäre tot gewesen, denke ich. Oder? Nee, ich weiß nicht. Kommt drauf an. Mann, dass die Kelle da unten ist, ist ein bisschen doof. Dann komme ich mal hin. So, egal. Nochmal Eisschad und dann macht er vielleicht nochmal Erdbeben und dann mache ich nochmal Eisschad und dann ist alles supi. Nee, gut, alles gut. Und es ist sogar ohne Speed, ganz ohne Speed. Es ist jetzt wirklich mega Realtime. Okay. Dragonite. Ich bleib mal draußen. Wir gehen es jetzt mal ganz scharf an und benutzen nochmal Ice Shard. Was anderes können wir eh nicht benutzen, falls wir den Fokus-Dingens da noch haben. Wie hieß das? Fokus-Gurt? Ach, keine Ahnung. Wie hieß das, ey? Choice Band, Choice Band. Und auf meine One-Hit. Vierfach-Schwäche und so. Ja. Die kommen hier ganz locker easy durch. Das ist schön, ich freue mich darüber. Okay, noch ein Dragonite, dann bleiben wir einfach mal draußen. Level 60, das könnte jetzt sogar vielleicht kein One-Hit werden. Oder vielleicht doch. Mal gucken.
Ich fände es cool, wenn. Ja, okay. Ja, wanted. Finde ich gut. Ja, und es stimmt noch nichts. Es ist noch nichts gestorben. Außer bei Dings war es ja schon ein bisschen knapp, muss ich sagen. Bei Gyro. Und irgendwie kann ich gar keinen schicken, ey. Ich lasse einfach Joker draußen. Ah, Moment, nee, da du Choice bin. Ja, also, mich soll mal einer verstehen. Ich schicke jetzt einfach Dance Queen raus, glaube ich. Ja. Mal gucken. Sollte schon nicht so falsch gewesen sein. Oh, jetzt habe ich Angst. Oh, fuck. Oh, vielleicht sollte ich Angst haben. Ich mache einmal Aqua Tail. Oh, das ist sogar schneller als wir. Vielleicht rapt das jetzt unser ganzes Team. Na, was böse ist, kommt böse wieder. Ihr seht jetzt. Passt auf. Pass auf. Das hat schon ein bisschen Damage gemacht, ne? Wenn wir jetzt gleich Pech haben, das nicht killt. Es killt nicht. Aber wir haben Extreme Speed. Okay. Okay, halt auf. Und er ist schneller als wir, vergesst das nicht. Und er könnte jetzt noch eine Attacke machen. Ja, und dann könnte unser Dance Queen sogar tot sein. Hey, ist doch cool, oder nicht? Tja. Hm. So. Tja. Ich könnte es ja jetzt drauf anlegen, ne? Wenn jetzt ein... Irgendwas kommt, wenn irgendwas anderes als Aeroas kommt. Es könnte... Ich weiß nicht, was könnte kommen? Tja. Wenn jetzt ein Aeroas käme. Oder ein Erdbeben. Ja, ich weiß ja nicht, ob der ein Erdbeben macht. Was kann denn Uri so für Attacken? Tja, nicht so. Tja, was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Oh, sollte da etwas sterben? Ich... Oh, nein. Ich mache einfach Dragon Dance und gucke, ob es stirbt. Was soll ich machen, ne? Kann jetzt sein, dass das Glurak unser ganzes Team rapt. Dann habt ihr eure Action. So, einmal Dragon Dance. Und dann wollen wir einmal heilen. Mit einer Hyper Potion. Ja, wir haben auch genug Hyper-Potions, um das auszustallen, dass es eben kein Aerial Ace mehr macht. Na, was macht es jetzt? Es macht Aerial Ace, cool. Nice! Ich weiß zwar jetzt nicht, ob wir schneller sind schon. Aber ich mache Aqua Tail. Ja, sind wir sogar. Das sollte jetzt killen. Noch doch keine Action, noch schade. Kommen wir einfach ganz locker durch Johto durch, wa? So, Ariel. Ich bleib draußen. Alles oder nichts. So. Aqua Tail. Und wir treffen sogar. Das sollte jetzt killen. Oder? Oder? Killt es? Na Leute, was denkt ihr? Oh, es killt. Oh. Und wir haben ihn besiegt. Ohne Tote. Ja, du bist wirklich stark geworden, Segi. Deine Pokémon... Bla... Und du bist so gut geworden und du musst weiter mit deinen Pokémon wachsen und du bist so stark geworden. Und wir sind einfach die Besten. Oh nein, es ist alles vorbei. Wir sind zu spät. Oh, Professor Eich, machen Sie mal. Und ja, und das ist wirklich impressive, was du da geleistet hast. Und du hast den Champion besiegt und wir können jetzt endlich nach Kanto reisen und neue 8 Orden bestreiten. Und ja... Ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Ja, und wir werden auch, wenn wir das schaffen, zu Rot gehen. Und
das zusammen machen. Also Rot, falls wir bis dahin kommen. Und den dann zusammen ein bisschen wegsmashen. Jo. Keine Angst, ich level nicht. Der Regi macht das. Das überlasse ich dann ihm. Die werden dann bestimmt auch nicht overlevelt sein. Keine Angst, habt ihr ein bisschen Rot-Action. So wie ihr das mögt. Und ja, wir kriegen jetzt hier die Hall of Fame, die ziemlich cool gestaltet ist eigentlich. Kommt schon fast an die Hall of Fame von... Ihr wisst schon ran. Black and White. Black and White 2. Das haben die schon ziemlich cool gestaltet. Wie auch immer. So, da sehen wir nochmal Uri. Der Uri. Und hier Dance Queen. Der Flattermax. Der ist ziemlich cool eigentlich. Ich hoffe, der bleibt bis zum Ende bei uns. Wenn nicht, overlevel ich den ein bisschen. Und ja, die Sayu. Die jetzt schon so lange bei uns ist, aber vorher nie im Team war. Und Torchlight, der uns schon sehr geholfen hat öfter. Aber ein Weibchen ist, was ich irgendwie letztens erst bemerkt habe, irgendwann mal. In irgendeinem Part ja mal. Cool. Sieht sogar episch aus, wie die da alle stehen. Finde ich gut. Ja. Er saved. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Er hat schon die ROM nicht geladen. Okay, es ging. Oh, gut. Boah, huh. Ja, ich weiß nicht. Muss man jetzt angucken. Tue ich euch das jetzt an? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich euch das antue oder einfach raus. Dingen. Ja, also vielen Dank, dass ihr den Part gesehen habt. Also meine Beschwerde war ja schon 4 Minuten lang und diese ganze ironische, sarkastische Scheiße den ganzen Part lang. Ich hätte das viel epischer gestalten können. Nee, jetzt mal ernsthaft. Danke an alle die uns so lieb unterstützen, die nicht so komisch sind, sondern einfach hinnehmen, was wir machen, das genießen, was wir machen und die erkennen, dass es auf den LP ankommt und vielleicht nicht unbedingt auf das, wie man seine Pokémon levelt oder dass man welche umbringt. Es könnte auch sein, dass die Nuzlocke irgendwann scheitert wegen mir. Oh mein Gott, das könnte natürlich sein. Es könnte auch sein, dass die Nuzlocke wegen Regi scheitert. Es kann immer irgendwas passieren, Leute. Ich hoffe, dass das angenommen wurde und nicht so komisch jetzt wurde. Dass euch das wenigstens ein bisschen bisher Spaß gemacht hat, das Projekt. Mir eigentlich bis dato eigentlich schon, wie gesagt. Und die tanzenden Teddiosas sind voll süß. Und ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll noch. Das Telefon jetzt noch am Klingeln. Haare voll im Arsch. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt euch damit anfreunden, wie ich spiele. Irgendwann mal, vielleicht in ferner Zukunft. Oder guckt mich einfach nach dem Projekt nicht mehr. Das würde mir sehr helfen, dass einfach die bei mir bleiben, die mich sowieso so lieb supporten, wie zum Beispiel, keine Beispiele, aber ihr wisst, wen ich meine, oder wer gemeint ist, und nicht diese, oh, ich gucke jetzt mal, weil Sacred Gold läuft und weil ich den anderen Part gucken muss, weil Regi das mit mir macht. Darauf freue ich mich schon, dass das dann halt vorbei ist. Und ich werde sowas auch in ferner Zukunft, glaube ich, erstmal nicht wieder machen. Ja, definitiv. Also, ne. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das für mich ist. Oh ja, das ist für mich. Cool. Hey! Ja? Kein Ding. Nö. Mir geht's gut.